Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegeler nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben! Ich bin mit mir ins Lager gekommen. Ich bleibe in der Hauptstadt. Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzielen. Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen. Nichts anderes ist er der Treue zu seiner weltgeschichtlichen Aufgabe und seinem historischen Rang schuldig. Wenn es wirklich stimmt, dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen, dann kann eine Wende doch nur eintreten, wenn ich diesem maßlos gewordenen proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Krebs, was meinen Sie? Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Diese kulturlosen Bestien Europa überschwemmen. Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr. Der Kampf von Berlin ist die deutsche Schicksalsschlacht. Es sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Die wenigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen. Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Der Befehlsführer ist unumstößlich. Egal, was passiert, wir werden nicht noch einmal müssen Verhandlungen aufnehmen. Nur hier in Berlin, nur hier kann alles gerettet werden. Und den letzten Mann dafür einzusetzen, das ist unsere Pflicht. Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Der Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Das war ein Befehl! Thank you.
Dienstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Das steckt 5 Kilometer vom Stadtkern und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Gibt es keine Zivilisten. Ich will Fegelern sehen! Dann soll die Armee fertig machen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen!
will, dass Göring sofort entmachtet wird. Herr Führer, als Reichsarzt gibt es für mich keine Aufgaben mehr hier. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwinden eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Steht der Russe kurz vor der Weidenheimer Brücke. Im Osten am Lustgarten, im Süden am Potsdamer Platz, im Westen im Tiergarten. 300 bis 400 Meter vor der Reichskanzlei. Ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn! Ihren Wort als Offizier, und der Führer kann nicht als ruheloser Flüchtling vom Parkett der Weltgeschichte verschwinden. Der Angriff Steigers war ein Befehl! Thank you.
Thank you.
pauvre, parvenu, la faule bête! Nicht zu wiederholen. Die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie, Bosse, wir sollen kämpfen, wo es geht. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Dann entblößen wir die Westfront!
Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Sie an die Tausende von Verwundeten, wir können nichts mehr für Sie tun. Herr Führer, die Befehle sind ausgearbeitet. Verdammt! Wenn das so ist, warum sagen Sie das nicht dem Führer? Es ist unwahrscheinlich, dass Renk mit seinen wenigen Verwandten der Roten Armee... Ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Dort! Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren Medizinern... Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube! Wenn ich diese Schlacht gewinne, dann verspreche ich mir davon nicht für meinen persönlichen Namen, nicht für meinen persönlichen Ruhm. Es ist für die Geschichte. Schlage ich hier erfolgreich und halte ich die Hauptstadt, dann kommen die anderen doch zu der Überzeugung, dass es nur einer sein kann, der den Bolschewiken Einhalt zu gebieten in der Lage ist. Und das bin ich.